Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir hatten gerade ein etwas längeres Gespräch im Stream über meine Zukunft hier auf YouTube. Vielleicht, oder auf YouTube und Twitch, aber vielleicht rede ich gleich sogar noch ein bisschen drüber. Hätten wir wenigstens ein Thema, über das wir reden können. Aber wir wollen jetzt erstmal hier in Hantedo den Schrein da hinten lösen. Denn der schaut uns schon die ganze Zeit so grinsend an und sagt uns, komm rein, löse mich. Und das wollen wir doch einfach mal machen. Und dann werden wir auch nochmal gleich gucken, ob wir in dem Part jetzt hier vielleicht noch ein paar Kakariko-Quests machen. Aber wir mussten ja gleich nochmal ganz kurz nach Impa. Und dann schauen wir mal, was Dino uns noch so erzählt. Was es mit den Bildern auf sich hat. Und da muss ich halt mal schauen, dass ich die Bilder vielleicht irgendwann in der richtigen Reihenfolge mache. Das wäre schön, dann mit dir die Story, die erzählen, die Bilder erzählen, hat Erinnerungen. Man sieht dann kleine Cutscenes und sowas. Dass ihr die Erinnerungen in der richtigen Reihenfolge direkt seht. Weil das hatte ich beim ersten Mal halt nicht, als ich gespielt habe. Und das war schon ein bisschen verwirrend, aber man kann sich am Ende nochmal alles nacheinander angucken. So. Der Miyama-Gana-Schrein. Auf nach Ghana mit uns. Da ist der Nebenstand halt nicht so gut wie in Deutschland, aber egal. Hauptsache, wir kriegen ein Zeichen der Bewährung. Also wenn wir in Ghana gelebt haben, dann haben wir auf jeden Fall ein Zeichen der Bewährung verdient. Definitiv. So, ab darunter besondere Waffen. Manchmal hältst du Waffen, die viel haltbarer oder stärker sind. Die Ladezeiten sind nur schnell vorbei hier am Emulator. Nee, ich habe nicht in Ghana gelebt. Das war doch nur ein Witz. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Miyama Ghana. Im Namen der Göttin Helia sollst du geprüft werden. Und jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich richtig gespannt, Miyama Ghana schreien, ob das mit dem Motion Control funktioniert. Weil angeblich mit meinem Switch Pro Controller soll das jetzt funktionieren mit Samu, dass ich Motion Control nutzen kann. Schauen wir mal. Ne. Gar nichts. Geil. Von wegen Motion Control geht. Von wegen. Von wegen, von wegen. Ich überlege gerade, was ich da machen könnte. Was könnte ich da jetzt machen? Kann ich mit der Maus vielleicht Motion Control jetzt machen? Ist das vielleicht so? Nee, die Maus macht nichts. Die Maus sagt nö. Ah doch, mit der rechten Maustaste. Okay, aber das ist natürlich jetzt sehr, sehr tricky. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich würde es ja lieber mit dem Controller machen. Okay. Okay. Kann ich das echt nicht mit dem Controller machen? Oh mein Gott. Also angeblich soll das gehen. Aber das sieht auch schrecklich aus, was ich hier gerade veranstalte. Oder ich guck mal ganz kurz, ob der Controller noch richtig eingestellt ist. Das, ihr seht das gerade das Bild ein bisschen in kleineren Auflösungen. Controller-Einstellungen. Nintendo Switch Pro Controller, SDL. Settings. Use Motion. Ah. Wunderbar. Und Rumble mache ich auch mal an. So. Jetzt aber. Aha, guck mal einer an. Jetzt kann ich die Motion. Aber jetzt ist das komplett verstellt. So. Kann man das nochmal resetten in den Einstellungen oder kann ich mit der rechten Maustaste vielleicht. Okay, Moment. Ich muss das. Warte mal. Kann man das nicht auch irgendwie mit dem Knopf machen, dass das wieder auf Null geht? Nee, ne? Moment, ich guck mal ganz kurz, dass ich das in den Einstellungen nochmal umstellen kann. Ja, es tut mir jetzt leid. Ich bin sehr unvorbereitet gerade. Wenn ich jetzt Motion. Das ist auf dem Kopf am Stehen. Das heißt, ich lasse meinen Controller auf dem Kopf stehen, während ich das anmache mit dem Motion. Nee, jetzt ist es. Das ist richtig rum, das ist das Problem. Aber das ist schon mal richtig. Aber das Kippen funktioniert nicht. Die andere. Also ich kann nicht in die andere Richtung kippen, irgendwie. Oh mein Gott. Wie peinlich. So. Okay, lass uns nochmal hier ganz kurz rausgehen. Vielleicht resettet es sich dann. Ja, jetzt hat sich resettet, okay.
Ah, jetzt geht's. Oh, jetzt geht's. Es geht. Wir können es machen. So, mehr oder weniger. Und wie ist das nicht ganz richtig, was ich hier... Ich tue den Controller gerade irgendwie so nach links neigen. Ich drehe den nicht. Aber tut so, als hätte ich ihn gedreht. Ich kann wieder nicht in die... Moment, wir versuchen es einfach nochmal. So. Also das wird jetzt ein richtiger Spaß hier. Also ich weiß, dass auf der Switch deutlich einfacher war als das, was ich hier gerade mache. Mist. Oh, nein. Mist. Oh mein Gott. Beim Neigen dreht sich halt trotzdem immer noch. Das ist ganz... Ja, jetzt ist es wieder komplett durcheinander. Ja, ich muss immer neu starten. Schon. Also auf dem Emulator ist auf jeden Fall der Hard-Modus. Ich hatte den Controller. Ja, wenn ich jetzt gerade halte, sieht das so aus. Das ist, wenn ich meinen Controller jetzt gerade in der Luft halte. Und der dreht sich immer noch, obwohl ich ihn nur gerade halte. Ganz weird. Ja, ich kenne die Dinger aus den Kindertagen, diese Labyrinthe. Und ich finde die eigentlich ganz nice. Ich habe die damals immer gemocht. Aber ich muss sagen, dass sie ist gerade nicht ganz nice. Wegen des Controllers. Das Problem ist halt einfach, dass der Bewegung erkennt, wenn er keine ist. Der bewegt halt immer weiter. Seht ihr das? Ich bewege nichts. Ich bewege gar nichts gerade. Das ist halt echt unmöglich hier gerade. Das liegt nicht daran, dass ich den Controller so bewege, wie man das da gerade sieht, sondern ich muss halt gucken, wie ich den jetzt drehen muss, damit er in die richtige Richtung geht. Weil es jetzt die ganze Zeit irgendwie dreht, die Richtung, in die ich drehen muss. Ah, das ist ganz schön weird. Jetzt ist das da dringend im Gefängnis da hinten. Tüdel, na toll. Und das geht natürlich auch, was ich hier gerade mache. Ich krieg's ja so hin. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir schneiden, Leute. In dem Part hier. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das vielleicht gefixt bekomme. Bis gleich. So, nach ein bisschen rumgealbere und rumkonfigurieren, habe ich vielleicht jetzt eine Lösung gefunden, die jetzt besser läuft. Schauen wir mal. Wir versuchen das einfach mal einmal ernsthaft. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Also einen leichten Drift hat das jetzt immer noch, aber es ist deutlich präziser jetzt, dass ich das hier steuern kann. Wie man gerade sieht, dadurch, dass ich die Sachen so bewege, wie ich das möchte, ne? Dass die Kugel sich dadurch bewegt, ist schon ein Indikator dafür, dass ich das jetzt machen kann, tatsächlich. Aber jetzt ist es ein bisschen schwierig an der Stelle, da rumzukommen.
ich muss jetzt nochmal. Moment, wir machen das jetzt so. Ich halte jetzt mal ganz kurz hier so. Geh raus. Halt den Controller wieder gerade und jetzt mache ich noch die nächste Stufe. Oh nein, das klappt so nicht. Nein! Ich brauche da mehr Speed am Ende. Kugel muss da rausfallen. Aber man sieht, ich bin jetzt zumindest schon mal bis zum Ende gekommen. Das ist schon mal eine gute Sache. Das ist schon mal besser als alles, was wir gerade eben hatten. Ja, emulieren ist halt immer so ein bisschen, man muss auch ein bisschen rumwerkeln dann. Für eine gute Emulation. Vor allem, wenn es um so Dinge wie Motion Controls geht. So, lass mich mal ganz kurz hier runterfallen. So, und dann gehe ich jetzt mal ganz kurz wieder raus. Ah, oh, es hat nicht gereicht. Ah. Oh. Okay, diesmal schaffe ich es aber. Diesmal schaffe ich es. Ist aber auf der Switch auch nicht ganz einfach, muss man dazu sagen. So, jetzt nochmal wieder resetten, damit ich den Controller gerade halten kann. Oh, das war zu hoch, glaube ich. Ah ne, es war richtig. Guck mal, die Kugel rollt runter. Hui. Puh. Das war jetzt hart. Der Part wird jetzt auf jeden Fall länger. Ich mache ab jetzt eine halbe Stunde noch. So, jetzt müssen wir noch was anderes machen, damit wir da reinkommen. Müssen wir, glaube ich, so ein bisschen so. Ah, ich glaube, das reicht nicht. So. Da ist noch eine Truhe drin, die wollen wir auch holen. So, ich glaube, das reicht auch noch nicht. Ah doch, hat funktioniert. So, tut mir leid, dass das am Anfang jetzt natürlich ein bisschen nervig war mit dem Controller-Problem. Und wie gesagt, sie sind jetzt auch nicht deutlich besser. Ein Ishin-Bogen, traditioneller Bogen der Shika. Wenn man sein Herz mit der Sehne eins werden lässt und sie spannt, erscheinen auch entfernte Ziele, als wären sie ganz nah. Ah, nice. Das ist nur die Frage, kommen wir auch wieder weg? Ich denke schon, dass wir es schaffen. Perfekt. Ja, also als Live-Zuschauer hat man gerade die ganze Konfigurationssache miterlebt. Als YouTube-Zuschauer hat man jetzt wenigstens einen Cut gehabt nach 5 Minuten rumprobieren. Und dann Cut und dann hat's funktioniert. Nach 3 Versuchen. Das Schlimme ist, es gibt noch 3 oder 4 Schreine dieser Art mit Gyrosensor. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ich. So, das heißt, wir können nochmal Ausdauer holen. Hier und ist mein Dienst erfüllt, möge die Göttin Hylia dir beistehen. Sternstaub. Aber ihr verpasst halt jetzt auch nichts dadurch in diesem Part. Der Part wird jetzt noch 25 Minuten gehen. Mindestens. Für meine Fails wird der Part halt was länger. Und ich muss ihn schneiden. Also Doppelbonus. Ich muss auch noch extra leiden. Diese Häuser sind so süß, dass irgendwie so ein bisschen an diese Pläne, die man hat, um die Weltbevölkerung allen ein Haus geben zu können, diese Containerhäuser hier. Ich finde die super süß. So, hier vorne gibt es auch noch ein Haus. Das ist ganz besonders, das Haus hier vorne. Aber ich verrate jetzt noch nichts dazu. Wir hören einfach mal, was sie hier zu erzählen hat. Ja. Tag. Puh, ein weiterer harter Arbeitstag. Was tust du da?
Na, das Haus da abreißen. Das Haus, es ist alt und niemand wohnt dort, also haben die Leute in Hateno beschlossen, es abzureißen. Der ursprüngliche Bewohner ist zum Schloss gegangen und einfach nicht zurückgekommen. Ich will's kaufen. Da bist du bei mir falsch. Ich kann da genau, naja, gar nichts machen. Wenn du nicht willst, dass die Bude abgerissen wird, musst du schon mit dem Chef selbst sprechen. Ja, aber der Chef ist gerade nicht hier. Ah, da ist er doch. Das ist der Chef. Dummster. Was machst du da? Wir reißen das hier ab. Nee, das ist nicht der Chef. Der Chef ist anders. Ich kaufe es. Weiß nichts drüber. Frag den Chef. Dummster kommt, hat noch eine andere Sache. Das ist der Chef. Hallöchen. Kann ich dir weiterhelfen? Was machst du da? Ich bin gerade dabei, dieses verlassene Haus abzureißen. Man findet in Zeiten wie diesen nur schwer Käufer. Also haben die Dorfbewohner entschieden, es abreißen zu lassen. Ich kaufe es. Was ist das denn für einer? Ich kaufe es. Der hat vielleicht Nerven. Also gut. Ich erklär's dir. Dieses Haus, da wohnt schon seit Jahren niemand mehr drin. Also haben sich die Dorfbewohner zusammengesetzt und beschlossen, dass es abgerissen wird. Die Abrisskosten plus diverse Gebühren und so weiter liegen bei ziemlich genau 50.000 Rubinen. Wenn du es also kaufen willst, sprechen wir von, ich sage es nochmal, lockeren 50.000 Rubinen. Hast du so viel? Ich kann zahlen. Ah, unmöglich. Aber wenigstens hast du Ambitionen. Ach, das erinnert mich an mich selbst, als ich in deinem Alter war. Also gut. Also gut. Pass auf, ein Sonderangebot, nur für dich. 3.000 Rubine. Aber zuerst bringst du mir 30 Holzbündel. Irgendwie muss ich meine Kosten ja wieder reinholen. Dann leg mal los. Dummster, Tor da. Hört gerade mal auf. Jawohl. Dein eigenes Traumhaus. Ja, man kriegt hier ein eigenes Haus im Spiel. Oh, den Hammer, den nehme ich mir mit. Nichts passiert. Da war gar kein Hammer. Oh, schade. Hallo. Hast du die 30 Holzbündel? Ja. Warte, ich sehe keine 30 Holzbündel. Hör mal, ich bin dir ein ganz schönes Stück entgegengekommen. Da könntest du schon etwas guten Willen zeigen. Ja, gut. Die machen jetzt erstmal Pause hier. Ah, da ist schon mal ein Rubin. Für das Haus. Ja, aber das mit dem Holzbündel müssen wir mal schauen. Also, ja, ja, muss man da wirklich so viel schauen, wenn ich ehrlich bin? Eigentlich ja nicht. Also eigentlich ist Holzbündelfarm nicht sehr schwer. Machen wir das doch mal eben ganz kurz. Oh nein, ich küsse ihn nicht. Nein. Hey du. Das Problem ist nur, die Monster sind respawned, aber an sich ist... Oh, mit dem Hammer geht das natürlich nicht. Brauche natürlich eine Axt. Aber wir haben keine Axt. Geht's auch mit dem Schwert? Ja, geht auch mit dem Schwert. So kann man Holzbündel farmen. Bäume fällen. Danach den Baum zerschlagen. Das hat jedes Mal ein Holzbündel. Problem ist, meine Waffen gehen halt irgendwann auch kaputt. Und das bringt nichts gegen einen Holzstamm. Kann ich denn mit dem Bockstock draufhauen? Wenn man den auflädt vielleicht? Nee. Ja, damit geht's auch. Ich habe leider nicht so viele Waffen. Das ist das Problem. Die gehen auch alle bald kaputt. Tja, ich habe bald keine Stichwaffen mehr. Ja, so viel rostige Schwerter liegen ja auch nicht rum. Das muss jetzt erstmal reichen an Holz. Ich habe bestimmt noch nicht die 50 zusammen. Nee, ich habe erst 14. Aber wir müssen eh erst zurück nach Kakariko und wir gehen auch nicht zurück nach Kakariko, sondern wir teleportieren uns, weil wir es können. Aber warum sollen wir zurückgehen? Also ist das, guck mal, wie weit Kakariko schon weg ist. Eieieiei, wir können zum Schrein hier oben.
Ja, beim See war eins, das ist richtig. Aber die rostigen Schwerter reichen auch höchstens für einen Baum fällen, ne? Dann zerbrechen die schon. Die sind nicht so gut. Die sind wirklich nicht so gut. So. Und dann schauen wir mal hier in Kakariko, was die Imperson zu sagen hat zu den Fotos. Weil das war ja der eigentliche Grund, warum wir gerade aufgebrochen sind. Ach, die Musik hier ist so cool. Guten Abend, Destroyer. Oho, ich habe gehört, Pura hat dich für ihre Arbeit eingespannt, aber du scheinst es ja gut überstanden zu haben. Zeig mal her. Oh, diese Fotos hat ohne Zweifel Zelda vor 100 Jahren aufgenommen. Wenn du die Orte auf diesen Fotos aufsuchst, kannst du vielleicht dein Gedächtnis zurückgewinnen. Wenn du einen der Orte von den Fotos finden solltest, komm noch einmal zu mir. Ich habe etwas, das ich dir dann geben möchte. Link, wie geht es euch? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Dieses Juwel. Dieses Juwel hat eure Neugier geweckt. Es ist die Aufgabe unseres Stammes, es zu beschützen. Dem vom Juwel Auserwählten wird der Segen der Alten gewährt. Diesen Leitsatz gibt bei uns jede Mutter an ihre Tochter weiter, zusammen mit dem Juwel selbst. Es ist sozusagen unser Familienschatz. Wir wissen nicht, was das bedeutet, dem vom Juwel Auserwählten. Könntet das vielleicht. Wenn ich euch irgendwie dienlich sein kann, zögert nicht, an mich heranzutreten. Du. Ich? Ihr wollt etwas über mich wissen? Also, mein Name ist Paya. Ich habe eine Mutter mal in Form eines Papayasamens, deshalb habe ich den Namen Paya erhalten. So ist es. Also, das, Link. Lass es doch darauf beruhen. Irgendwann werde ich eure Frage beantworten, aber bitte gebt mir ein wenig Zeit. Oh mein Gott, das muss eine sehr intime Stelle sein. Dieses Dorf. Unser Stamm, die Shika, wir sind ein Geheimbund, der stets im Dienste des Königshauses von Hyrule stand. Doch vor 100 Jahren wurde die Königsfamilie durch die große Verheerung ausgelöscht. Unser Stamm verstreute sich daraufhin in alle Winde. Leider gibt es nicht wenige, die Ganon die Treue geschworen haben. Sie nennen sich Jäger und ermorden alle, die es wagen, sich gegen Ganon zu stellen. Seit ihr erwacht seid, Link, seid ihr ihnen natürlich ein Dorn im Auge. Sie werden auch vor den schändlichsten Methoden nicht zurückschrecken, um euch umzubringen. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwie unterstützen. Kotura, die große Fee. Jetzt wissen nur noch wenige, dass sie existiert. Aber dieses Dorf entstand ursprünglich unter ihrem Schutz. Koturas Magie kann dich beschützen. Es kann nicht schaden, sie einmal aufzusuchen. Die große Fee lebt hinter dem Schrein dieses Dorfs. Sie wird euch sicher helfen. Wenn ich euch irgendwie dienlich sein kann. Ja. Den habe ich schon gefunden. Ich wünsche euch Glück. Und danke fürs Follow, Destroyer. Ich nehme an, dass du das warst. Weil ich es gerade nicht sehen kann. So, das heißt, wir haben bald den 12 Stunden PvP-Stream, Sea of Thieves. Oh mein Gott. Ah, du kommst genau richtig. Ich habe ein paar Nachforschungen angestellt und weiß jetzt ziemlich genau, wo die Quelle der großen Fee ist. Leider ist es sehr schwierig, zur Quelle zu gelangen, aber ich will sie so gern sehen. Ein Bild würde schon reichen. Verstanden, das habe ich mir doch gleich gedacht. Als ich dich gesehen habe, war mir klar, dass du schöner zu schätzen weißt. Ich habe die ungefähre Lage der Quelle der großen Fee ausgeknobelt, aber gefunden habe ich sie leider nicht. Ich wollte gerade nochmal mein Glück versuchen. Möchtest du mich begleiten? Es wäre toll, auf diese Antwort hatte ich gehofft. Mir nach! Gelaufen wir hinterher. Aber wir werden nachher noch das erste Foto von Zelda machen, weil wir wissen schon einen der Orte. Ich kann mal ganz kurz die Fotos zeigen. Wir wissen schon von einem der Orte. Moment, die Fotos waren auf dem Kartenmenü und dann Album, ne? Genau, einen der Orte kennen wir schon, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Einen der Orte müssten wir schon gesehen haben. Lass mich mal ganz kurz schauen. Hier. Diesen Ort haben wir schon mal gesehen. Wo der Ort ist, verrate ich jetzt gerade nicht. Das sehen wir dann gleich. Ich glaube nämlich, ich weiß, wo der Ort ist. Aber schauen wir mal. Ist auch ein schöner Ort. Das ist das Schloss. Schöne Bildchen. Nee, ich wollte gerade sagen, ist das das vergessene Plateau? Nee. Da sieht man sogar die Zwillingsberge hinten. Also es sind gute Indizien immer, wo das ist. Man kann das schon gut erkennen. So.
Hier gibt's Kleider. Oh mein Gott. Ich folge dir gleich weiter. Ah, shit. Hiedergewand gibt's hier, aber auch hier. Willkommen in der Boutique Zwei Früchtchen. Der Ninja-Anzug dort ist der Renner der Saison. Damit kannst du dich absolut lautlos fortbewegen. Ein Muss für jeden, der regelmäßig jagen geht. Dafür ist die Schutzwirkung nicht besonders hoch. Klitzekleiner Nachteil. Ja, okay. Ah, gut. Ey, lass mich wieder raus. Oh, da oben ist er. Hinterher. Er läuft uns weg. Aber ich weiß ja schon, dass die Fee da oben ist. Also, du erzählst mir nichts Neues, mein Freund. Oh, die Hühner. Die müssen wir gleich auch noch sammeln. So viel kann ich verraten. Da gibt es auch noch eine Quest. Wir müssen bald auch mal ein paar Waffen mitnehmen wieder. Weil langsam werden unsere Waffen, glaube ich, die gehen uns ein bisschen aus. So, wir haben nicht mehr so viel hier. Vor allem nichts Gutes. So, reicht das jetzt? Ich bin so müde. Bergsteigen ist nichts für mich. Ich kann nicht mehr weiter. Die Quelle der großen Fee soll irgendwo hinter diesem Schrein sein, heißt es. Aber hier geht immer die Puste aus. Wenn du die Quelle findest, vergiss nicht mehr, ein Bild davon anzufertigen. Mach ich, gar kein Problem. Fotomodus ist noch an. Wunderbar. So. So. Wir können auch direkt die Feen hier fotografieren. Perfekt. Eintrag im Handbuch wird ergänzt. Fee. Und das lesen wir gleich. Oh, die habe ich noch nie eingesammelt. Komm her! Mann. Scheiß Fee. Ich würde sie ja töten, aber... Naja. Aber wir können auch andere Sachen fotografieren. Aber jetzt fängt sie an mit Zelda Snap. Jetzt werden wir alle möglichen Dinge fotografieren. Fit-Karotte. Diese Karotte als Heilpflanze äußerst geschätzt, enthält große Mengen an Nährstoffen. Als Kochzutat erhöht sie die Ausdauer über das Maximum hinaus, was sehr nützlich sein kann. Übrigens, Fit-Karotten sind aber auch sehr selten. Weed oder Fit-Karotte, ja, genau. So, aber wir haben nachher auch noch was zu lesen dann, tatsächlich. Irgendwann, vielleicht jetzt nicht sofort jetzt gleich, sondern wenn wir es vielleicht irgendwann fertig haben. Diese Karotte als Heilpflanze, okay, Hyrule-Gebirge, okay, das brauchen wir gar nicht lesen, tatsächlich. Das sind einfach nur die Sachen, die so eh schon immer da standen. Ist ja gut, das ist ja perfekt. Da brauchen wir das niemals vorlesen, aber bei Gegnern gibt es neue Texte, die wir noch nie gesehen haben. Und auch Gegner kann man fotografieren, das wird lustig. Kann man ihn eigentlich auch fotografieren? Nee, scheinbar nicht. Die Quelle der großen Fee ist ein verborgenes Mysterium. Ich würde sie so gerne einmal sehen. Hab sie gefunden? Ja, gefunden. Verstehe, verstehe. Wie bitte? Ist das dein Ernst? Hast du auch ein Bild von diesem Ort? Wenn ja, dann zeig es mir. Hier. Hm. Das ist jetzt die Quelle der großen Fee? Sie ist wirklich schön, aber ich hatte sie mir irgendwie mystischer und eleganter vorgestellt. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du für mich danach gesucht hast. Ich würde mich gerne revanchieren, aber ich habe nichts Passendes bei mir. Ich hab's! Du suchst doch sicherlich auch ab und an bestimmte Orte. Ich habe auf meinen Reisen ganz Hyrule gesehen. Da kann ich dir sicher auch einmal weiterhelfen. Da weiß ich was. Ein großes Tor und dahinter verschneite Berge. Ha, das kenne ich. Wenn du von diesem Dorf aus eine Weile nach Osten gehst, findest du einen solchen Berg. Er heißt Ranelspitze. An seinem Fuß liegt das Neidra Schneefeld. Westlich davon müsste das Tor stehen. Aber was für ein Glück, dass ich den Ort erkannt habe, was? Ich hoffe, das hilft dir weiter. Okay. Hat
er gesagt, nach Osten vom Dorf aus? Ich glaube schon. Alles, das finden wir schon. Ich glaube, wir machen das mit dem Tor zuerst. Aus dem einfachen Grund, dass das Spiel mit dahin leitet zu hängen und sagt, das soll ich vielleicht als erstes machen. Also es fühlt sich so ein bisschen anders mit das Spiel mehr, dass sie es mitteilen wollen. Deswegen lege ich gerade, ob wir das jetzt machen. Ranelspitz ist ja hier und ich glaube, dieses Tor ist hier. Das ist genau da, ist das Tor. Wenn ich mich richtig erinnere. Dafür müssen wir natürlich durch dieses ganze Ding hier durch. Mit dem Wasser und so, das sind auch Exalfos und sowas. Und das ist echt nicht nice, daher zu gehen. Aber ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das machen wir. Auch wenn es echt nicht nice ist, daher zu gehen. Ich sag's nicht gerne noch 500 Mal. Es ist nicht so nice, daher zu gehen. Das ist echt nicht schön da. Also irgendwie schon, ist es schon irgendwie cool da. So ist es nicht, aber es ist auch schon echt anstrengend. Also vor allem mit unserer Ausrüstung derzeit wird das ein richtiger Spaß. Aber schauen wir mal. 10 Minuten haben wir ja noch, das zu schaffen. Als ob ich das schaffe. Wird das hier wieder ein ewig langer Part. Dass die das schon kommen. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass ich noch ein Follower fehlt, dass ich den 12 Stunden PvP Sea of Thieves Stream mache. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was habe ich mir denn nur eingebrockt? Was habe ich mir denn nur eingebrockt? Aber ich bin selber schuld. Was soll ich machen? Kann man auch reinzoomen? Ja, kann man. Aber hier sind ja Tierchen. Perfekt. Dazu gibt es auf jeden Fall einen Eintrag, den man vorlesen könnte. Oh, jetzt habe ich einen Vogel verpasst. Ich habe mir das alles zu machen, wenn wir dann einmal alle Tiere fotografiert haben, dass ich alles einmal vorlese oder so. Ich bin mir nicht sicher. Mal gucken. Ich glaube, in dem Kompendium steht doch auch drin, welche Sachen neu sind, oder? Ja, das steht sogar noch dran, dass es neu ist. Das heißt, wenn ich irgendwann mal wieder reingehe, kann ich immer gucken. Der buschige Schwanz ist das Markenzeichen dieses Waldbewohners. In seinen Backentaschen trägt es Eicheln und andere Nüsse mit sich, die manchmal herausspurzeln, wenn es sich erschreckt. Ja. Hier ist übrigens nochmal ein Krocksamen-Rätsel. Ich glaube, das Rätsel war so, dass man das nehmen und dann fügt man es da vorne ein. Perfekt. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Na klar habe ich dich entdeckt. Das will ich dich da einfach so sitzen lassen. Nee, nee. Oh, noch mehr Foto. Nee, Moment, das ist kein Foto. Noch mehr Fotos. Ein Blaufederreiher. Westtor der Ranelstraße. Das ist auch wieder ein Jäger, oder? Der hat keinen Namen, das ist ein Jäger. Hey, hör auf damit, sagt er, okay? Es geschah vor etwa einem Jahr. Ich wanderte entlang dieser Wege, als plötzlich am Himmel ein Licht erschien. Ich stand vor einem leuchtenden Objekt, dessen Anblick mich vor Schreck erstarren ließ. Im nächsten Moment war ich von hellem Licht umgeben. Und als ich wieder zu mir kam, lag ich in meinem Bett. Oh? Was hältst du davon? Was meinst du? Hm. Oh, es ist nur, vor kurzem war mir so, als riefe jemand meinen Namen. Als ich daraufhin meine Augen öffnete, da lag ich auf einer Art Bett in einem sonst leeren Raum, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Und in der einen Ecke stand ein merkwürdig leuchtender Apparat. Und als ich ihn berührte, der erzählt gerade meine Geschichte, mich überkam ein seltsames, doch vertrautes Gefühl. Als ich wieder zu mir kam, war ich hier. Was hältst du davon? Also, na, klingt das bekannt? Recke der Hylianer, dein Ende ist gekommen. Sag ich doch, dass das einer von denen ist. Hab ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt. Am wenigsten gab es eine neue Waffe. Ich wusste es doch, dass eins einer von den Jäger ist. So.
hier wird echt nicht schön. Aber ich versuche hier nur erstmal durchzulaufen. Wir werden uns später irgendwann mal die ganzen Truhen hier holen, weil hier sind einige Truhen zu holen. Aber durchlaufen ist auch nicht ganz so einfach, muss ich sagen, weil hier sind auch viele Moblins und so und Exhalfos. Das ist nicht ganz so einfach, aber wir können auch vielleicht Fotos von denen machen. Da ist zum Beispiel blauer Bockblin. Und ja, man muss jede Farbe fotografieren. Wir sollten also aufpassen, dass wir jede Farbe fotografieren. Ja, ich habe das schon mal 100% durchgespielt, ja. Oh Mann! Wir nehmen die Waffen jetzt hier mit. Achso, können wir gar nicht mehr. Die Waffentasche ist voll. Ich überlege gerade, ob ich nicht die doch mitnehme, weil ich glaube, die sind stärker als sowas wie das hier, die Fackel. Oder der hier ist, glaube ich, auch schwächer. Und das ist auch schwächer als die Stachelbockspocke, glaube ich. Ich glaube, die geben mehr Schaden, oder? Ja, das ist 12 Schaden. Die sind richtig gut. Also, die halten nicht lange aus, aber hey, scheiß drauf. Ganz ehrlich, Hauptsache, ich habe noch eine Waffe. So, da vorne ist ein Bockblin, glaube ich. Mach mal erstmal ein Foto von dem. Ah, nee. Ah doch, ist ein Bockblin, aber es ist ein blauer, haben wir schon fotografiert. Wunderbar. Stachelbocklanze, ein Bocksperr mit angespitzten Tierknochen am Ende. Er ist leichter als Lanzen mit Metallspitzen und deshalb überraschend einfach zu verwenden. Okay. Ja, da vorne schwimmen sie. Da sind die Scheißviecher. Es tut mir leid, dass ich sie so nenne, aber da sind sie. Die Exhalfos. Das ist kein schönes Fotomoment. Ich muss lieber den da vorne fotografieren, dann ist das wenigstens im Eintrag schön mit einem Bild, was auch irgendwie Sinn macht. Ja, wir haben leider keine Möglichkeit, das Ding zu nutzen. Ich versuche hier so weit wie möglich an der Seite vorbei. Was liegt da denn? Achso, das ist ein... Das ist eine Schleichschnecke, okay. Da oben sind wieder Gegner. Natürlich, alle Gegner kommen jetzt hierher. Oha, das ist aber, glaube ich, ein stärkerer, oder? Ja, das ist ein schwarzer. Da ist normaler Bockblin. Das wird jetzt lustig. Moment. Komm schon. Nein, mach einen normalen Schlag. Schade, das mit dem Ausweichen hat nicht geklappt. Okay, machen wir es so. Okay, der ist down. Wunderbar. Weiter geht's. Was ist das denn? Stachelbockschild, okay. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir wieder Ruhe. Wir haben Ruhe und können zum Foto. Aber das passt von der Zeit perfekt tatsächlich. Wenn es das Tor da vorne ist, es müsste aber das Tor da vorne sein. Wir hatten das Glück, dass keine Moblins hier waren. Das war schon mal gut. Aber hier sind auch überall Truhen, ne? Also wir müssen hier auf jeden Fall nochmal hin. Ich glaube, irgendwo da hinten sind noch Truhen und so. Wir müssen da mal schauen. Da muss man auch viel klettern und so. Und hier fliegt auch ein Drache, glaube ich, durch. Ach, guck mal, da ist er doch. Ich hab's doch gesagt. Das ist auch noch nicht mal ein Standard. Es ist ein blauer Moblin.
Und der hat ein Schild und eine Waffe. Man kann vor seinen Füßen stehen, was ganz praktisch ist. Okay. Ein Moblin-Herz. Diese geschätzte Zutat erhält man von besiegten Moblins. Ihr unangenehmer Geruch macht sie zum Kochen unbrauchbar. Doch zusammen mit Insekten ergibt sie Medizin. Perfekt. So, aber das hier vorne müsste eigentlich das Tor sein mit der Erinnerung. Das wäre doch ein schöner Abschluss für heute. Für die Aufnahme heute. Osttor der Rennhildstraße. Da hinten ist der Berg. Und ja, ja, das ist das hier. Da ist der Spot. Und das ist, glaube ich, auch direkt in dem Ding, die das erste Foto war. Nee, ist es nicht. Aber egal. Wird schon passen. Schauen wir uns diese Erinnerung an. Na, hat's geklappt, Prinzessin? Mit dem Training am Berg der Göttin? Sie hat sich nicht gezeigt, oder? Die Siegelkraft. Es tut mir leid. Ach, Zelda. Du hast dein Bestes gegeben. Das muss reichen, oder etwa nicht? Und was bedeutet denn schon dieser Berg? Vielleicht erweckt am Ende etwas völlig anderes die Kraft des Siegels. Ich danke dir, Urbosa. Prinzessin. Also, ich kann das leider nicht gut in Worte fassen. Aber wenn ich meine Heilkraft einsetze, dann habe ich immer ein ganz klares Bild im Kopf. Das ist nur so ein Gedanke, aber vielleicht könntet ihr... Keine Sorge, Prinzessin. Wir finden auch so einen Weg, ihn aufzuhalten. Los, Leute! Alle zu ihren Titanen! Macht euch zum Angriff bereit! Sobald Link sich im Kampf mit Ganon befindet, feuern wir alle im gleichen Moment! Bruder, ab mit dir nach Schloss Hyrule. Du kannst dich auf uns verlassen. Jetzt geh und verpass Ganon eine Abreibung! Komm, Zelda. Du musst dich in Sicherheit bringen. Nein! Ich werde auch mit euch gehen. Vielleicht bin ich keine große Hilfe, aber bitte, bitte lasst mich mit euch kommen. Und ich hatte es gerade eben noch nicht gesagt, Nanu. Ich weiß halt nicht, ob du. Ich nehme an, du kennst das Spiel eigentlich, aber Zelda hat hier in dem Spiel tatsächlich eine größere Rolle als in anderen Zelda-Teilen. Weil in jeder dieser Erinnerungen kommt Zelda vor. Und wir haben hier gefühlt um den Dreh 10 bis 15 Minuten Cutscenes mit Zelda voll vertont.
Also ich finde schon, dass Zelda hier im Vergleich zu allen anderen Spielen deutlich mehr vorkommt. Wir deutlich mehr von Zelda erleben. Und ich finde übrigens auch, dass wir hier, dass in diesem Zelda, die Story des Spiels ist schon echt traurig. Also es ist schon, also ich fühle richtig übel mit Zelda. Und es wird da ein paar Cutscenes geben, wo ich echt ein bisschen Pipi in den Augen haben werde. Oh, da vorne ist ein Leune. Ha, guck mal an. Gut, dass wir hier aufhören. Gut, dass wir hier aufhören. Sehr gut, dass wir hier aufhören. Weil der wird wehtun. Ah, der gibt eine gute Waffe. Immerhin, wenn ich ihn dann besiegen sollte. Tja, aber das werden wir nicht mehr in diesem Part erleben. Das ist ein guter Cliffhanger für den nächsten Part, liebe Freunde. Ich speichere hier mal eben ab. genau. Wir sehen uns wieder im nächsten Part, bei der nächsten Aufnahme. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.